Hannes Jünicke gleich in der Arbeitsschmiede. Danke, Helmut. Helmut Zerlett und Band. Mein heutiger Gast, einer der gefragtesten Schauspieler in unserer harten Film- und Fernsehwelt. Er hat das Glück, dass er sowohl im schönen Bayern lebt, als auch im schönen Kalifornien. Ich freue mich sehr, dass er heute hier bei uns ist. Herzlich willkommen, Hannes Jünicke. Ich freue mich sehr, dass du das auf dich nimmst. Du bist ja eigentlich bist du eine Mülheimer Jung, ne? Oder? Also schönes Bayern möchte ich gleich differenzieren. Wäre schöner ohne Seehofer, es ist fürs Auge schön. Politisch finde ich schlimm. Politisch ist so schlimm? Ja, in Bayern, absolute wirklich? Mehrheit für König Horst finde ich schon fragwürdig. Gut, aber er ist ja auch gut und das wird dann halt belohnt von seinen Wählern, oder? Oder hat der ARD die Wahl geleitet? Also ich bin ja auch nur, ich habe ja lange in Köln gewohnt und bin da nur hingezogen, weil ich mache ja Dokus fürs ZDF, über die du dich so herrlich lustig gemacht hast. Und die mache ich mit zwei Münchner Partnern. Und bin deswegen einfach nach München gezogen. Moment mal, ich habe mich über die Dokus im ZDF lustig gemacht? Ja, du hast einmal echt eine gute Nummer geschoben. Ich habe so einen Film gemacht über Orang-Utans und Regenwaldvernichtung in Borneo. Und da sind wir unfallartig irgendwann in so einen Holzfällerpuff geraten, wo ein rasiertes Orang-Utan-Weibchen angebunden wurde. Das hat eins eine echt gute Nummer draus das gemacht. Das war aber ein freier Mitarbeiter von uns. Wirklich? Und weißt du was, mit diesem Film... Harald, ich habe dich nicht... Nein, pass auf. Dazu stehen wir, weil es ist ja sozusagen in der Show gelaufen. Aber es gab höllischen Ärger von Tierfreunden. Es gab es gab kaum so viel Ärger wie auf diesen rasierten Affen, der da zu sehen war. Und damit sind wir bei einem guten Thema, denn du hast es wahrscheinlich mitgekriegt heute, der arme Zoodirektor in Kopenhagen, der den Giraffenbullen Marius erschossen hat. Es ist erstaunlich, wie sich das Volk dann so erregt, wenn die Tiere misshandelt werden. Also es regt sich ja kein Mensch auf über syrische Flüchtlinge. Ist es eine Misshandlung von Tieren, was er gemacht hat? Also die Fachleute sagen, das muss so sein. Ja. Ich habe da jetzt ja kein Urteil. Ich habe immer so ein bisschen so eine Skepsis, was so militante Tierschützer betrifft. Da bin ich ein bisschen vorsichtig, weil ich kriege natürlich ständig jetzt Anfragen. Du musst mal was tun für ausrangierte Schlittenhunde in Grönland und die Straßen in Rumänien. Meine erste Frage ist immer, essen Sie noch Fleisch? Und die Antwort ist in 99,9% der Fälle ja. Ja. Und damit hat sich für mich ein Tierschützer schon mal disqualifiziert. Isst du Fleisch? Nein. Aber du bist nicht Veganer? Also echt? Da, wo es möglich ist, esse ich vegan, ja. Wirklich? Nee, überhaupt nicht. Ich bin überhaupt nicht missionarisch. Bitte isst dein Steak. Also, ja. Ich lebe auch mit der Frau zusammen, die sehr gern Fleisch isst. Die kommt aus Colorado. Also, aber ich für mich brauche das nicht. Aber ich nehme Tierschützer nicht ernst, die dann einerseits sagen, du musst irgendwas tun für mich. Wir sind eine bedrohte Schildkröte am türkischen Strand. Und dann hier bei massengezüchtete Schwein, Lamm, Rind und ich weiß nicht was essen. Das nehme ich nicht ernst. Aber vielen ist es ja nicht so bewusst wahrscheinlich, oder? Es gibt auch eine Hierarchie in den Tieren. Es gibt süße Tiere. Was weiß ich, wie zum Beispiel Hamster, Giraffen, Häschen. Ja, aber eine Kuh ist ja auch süß. Ja, und ich finde zum Beispiel auch Ratten toll. Ganz ehrlich. In Köln gibt es viermal so viele Ratten wie Menschen. In China ist es eine Delikatesse. Ja, aber Ratten haben, obwohl sie hochintelligent und sehr sozial sind, keine Lobby. Ratten sind I. Ja, aber Haie zum Beispiel auch. Haie werden ausgerottet, kriegt kein Hahn ab, weil sie sagen, die müssen weg. So. Also der Mensch hat halt, es ist immer, wenn ein Tier lächelt, so wie Delfine, ist der Sympathiefaktor extrem hoch. Und wenn ein Tier wie der Hai ein bisschen einen missratenen Mund hat vom Naturdesign her, dann wird er ausgerottet. Das oder wenn man einen also von diesen Salties, von diesen Salzwasserkrokodilen in Australien eine Touristin schnappt, heißt es gleich diese Bestie. Ja? Und man fragt sich, wer hat da was verloren, das Krokodil oder die Touristin? Definitiv. Ich meine, sie tut mir leid, aber ich verstehe euch auch, das Krokodil irgendwo muss ja auch leben. Wir sind in deren Habitat und dann sollen wir das auch... Ja. Wir meinen das Gegenteil. Bruno, der kleine Bär, geht auf die bayerische Wiese, wird von Stoiber und der Stoibersbefehl sofort weggeknallt. Ja, und es gibt Länder, da laufen Bären rum wie bei uns Rehe. Also in Kanada, USA, Russland, Polen. Überall südlich von Wien eigentlich ist der nicht Bär. Über die bayerische Wiese, weil da ist er dann sofort gefährlich und Problembären wird weggeschossen. Aber hätte man die Giraffe wirklich in den Kopf flocken müssen, während 20 Kinder davor stehen? Das sollte ja so eine pädagogische Maßnahme sein. Der hat die Pistole Es waren auch viele Tiermedizinstudenten da und es gibt den ernsthaften Vorschlag, jetzt Verhütungsmittel für Tiere im Zoo einzuführen. Das wird ja auch bei uns gerade diskutiert, die Pille danach.
Aber ich weiß nicht, wenn das für die Giraffe, für den Menschen? Nein, für den Menschen, aber es könnte so vielleicht auch bald für den Affenfelsen. Da geht es ja böse zu. Das machen die hier beim Pavianfelsen. Ja, Pavianfelsen. Ja, die schmeißen da Pillen rein, wirklich. Aber was ist, wenn die Pille vergessen wird? Dann gibt es noch mehr Paviane. Und es hieß, die Giraffe musste getötet werden aus Gründen, um Inzucht zu vermeiden. Also ich habe mal gelesen, dass die meisten Tiere im Zoo sowieso künstlich befruchtet werden. Also wird das Sperma von einem Eisbären, sagen wir mal, in Duisburger Zoo nach London geflogen, wird dort injiziert. Da wird sowieso nicht mehr wirklich lustig vor sich hingepoppt. Das ist, glaube ich, eher unlustig. Am Pavianfelsen schon, doch. Der Pavianfelsen ist schon im Kölner Zoo, wirklich, muss man sagen. Das ist wohl wahr. Eigentlich die größte Attraktion, oder? Ja, wenn ich da hingehe, bin ich immer sehr erregt. Weil es ist auch romantisch. Ja, es ist auch romantisch. Ja, sehr romantisch. Oder? Ja. Erst prügeln sie sich und dann vögeln sie. Ja, ja. Ja, es gibt ja auch Affenarten, die ihre sozialen Konflikte sofort über Sex austragen. Bonobos zum Beispiel. Also wirklich? Bevor die streiten, poppen die. Ja, so. Ach. Fakt. Wirklich. Und gibt es eine Reihenfolge, dass sozusagen der Silberrücken bevorzugt ist? Oder? Ja, also da gibt es natürlich eine Hierarchie, aber da wird einfach, sobald Streit gibt, wird erstmal gepoppt. Und dann ist der Streit auch vorbei. Finde ich eigentlich. Klingt nach RTL. Klingt nach sozialen Vorbild. Aber woher kennt ihr beide euch eigentlich? Wir haben uns bei einer Talkshow kennengelernt. Bei Markus Lanz, ja. Oh, ja. Ja. Wir saßen neben einem Mann, der jetzt eine Frau ist, und eine Frau, die jetzt ein Mann ist. Ah, okay. Und wir beide daneben und Markus Lanz. Ja. War eine ziemlich komische Mischung. Ja. Ja, war's gut. Und da war nicht auch dieser Leichtathlet dabei, der meine Frau. Genau. Also der hatte dann einen Knopf im Schritt, mit dem man seinen Penis aufblasen konnte. Donnerwetter. Wahnsinn. Und da hat er auch gezeigt. Also, hat er doch. Wir waren nachher in der Hotelbar und da hat er eine junge Frau. Das passt. Ja, wirklich an der Bar oder im Zimmer oben? Wir waren in der Hotelbar und haben Bierchen getrunken und er guckte uns nur an und zeigte auf seinen Schritt auf den Knopf. Da habe ich gedacht, okay, der weiß Bescheid. Ja. Mhm. Und da habt ihr euch kennengelernt. Ja. Nicht bei dieser Knopfshow. Nee, das ist schon klar, aber in der Talkshow. Arbeitest du gerade wieder an einem Dokumentarfilm? Ich komme gerade aus Kenia und habe jetzt einen Film gemacht über Elfenbeinhandel und Elefanten. Weil wir es die wenigsten wissen, dass Elfenbein hat mittlerweile einen Wert etwa wie Waffen- und Drogenhandel. Die Chinesen zahlen etwa $3,000 für ein Kilo Elfenbein und deswegen werden sämtliche Elefanten in Afrika gewildert bzw. weggeschossen. Im Moment sind die Zahlen bei 30.000 bis 35.000 Tieren pro Jahr. Es gibt in etwa noch 420.000 Elefanten. Man kann sich also in etwa ausrechnen, wie lange es noch gibt. Und da habe ich versucht, einen Film drüber zu machen. Ist es für dich so, dass man dir beim ZDF da jetzt den roten Teppich ausholt, weil die Filme ja Preise kriegen und eine sehr, sehr große Resonanz haben? Also ich bin dem ZDF extrem dankbar, dass ich überhaupt machen darf, aber es ist das Gegenteil. Ich habe jetzt 3 Jahre gekämpft, um diesen Film machen zu dürfen. Ja. Das ist natürlich kein großes Quotenprogramm. Und ich kann das verstehen, aber dass ich es überhaupt machen darf, ist schon mal toll. Das war der 5. von dieser Reihe und ich hoffe, das hängt natürlich auch von der Quote ab. Wenn ich jetzt Quote habe im Sommer, dann darf ich weitermachen. Wenn ich keine Quote habe, dann muss ich wahrscheinlich wieder 3 Jahre kämpfen. Also das ist so. Aber da steckt kein eigenes Geld von dir drin. Den ersten Mal habe ich mit meinem Kameramann aus eigener Tasche finanziert. Diesen berühmten Orang-Utan-Film mit dem rasierten Weibchen. Und, und den haben wir dann Sendern angeboten. Wir sind dann 1,5 Jahre von Sender zu Sender getabert. Und Thomas Bellut, der jetzt Intendant ist, hat gesagt, wir riskieren das. Was mutig ist, weil ein dahergelaufener Schauspieler jetzt unbedingt irgendwelche Umweltfilmchen drehen muss. Und das würde ich auch erstmal. Ja, klar. Bin ich auch erstmal skeptisch. Klar. Und was war an Spielfilmen in diesem Jahr? Oder beziehungsweise 2013? Also, was ich zuletzt gedreht habe, fing mal mit Dominik Graf mit dem schönen Titel Die reichen Leichen. Das ist der Regisseur, der im Angesicht des Verbrechens gedreht hat. Bei dem immer alle sagen, wenn es heißt mehr Qualität, ja, wir haben doch Dominik Graf. Ja. Und dann sendet man es auch irgendwie um 0 Uhr Blumenkohl. Und Qualität tut sich schwer. Versteckt das eigentlich auch mitten in der Nacht, ja? Du trittst halt an gegen Bauer sucht Frau, Schwiegertochter gesucht, DSDS, Supertalent, Dschungelcamp. Es ist schwer natürlich gegen diese Art von, du hast es früher immer so schön Unterschichtenfernsehen genannt, dagegen anzustinken. Nein, ich verstehe, dass Leute das lustig finden. Aber das sind ja unsere Ärzte und die Anwältinnen, die abends fertig aus dem Großraumbüro nach Hause kommen. Dann nehmen wir jetzt halt das intellektuellen Unterschichtenfernsehen. Keine Ahnung. Ja, der White Trash. Dominik Graf macht hervorragende Filme, aber die sind bestimmt natürlich, wenn du einen langen Tag gearbeitet hast, nicht unbedingt Entspannungs-TV. Aber die mache ich halt lieber als irgendwie, ich weiß nicht was, Schmonzell. Und was war das für ein Film, den du mit ihm gemacht hast? Das ist ein sehr skurriler Thriller. Spielt in Starnberg und dieser doch eher dekadenten, reichen Mischbuche. Und da passiert ein Mord. Aber es ist ein ganz tolles Drehbuch.
Davor habe ich so ein Ärzte ohne Grenzen Drama gemacht in Thailand. Das läuft bei deinem ehemaligen Sender Sat 1. Ach so, Sat 1, ja. Und gibt's den noch? Ja, ich glaube. Ich überlegte nur ehemalige Sender, weil es waren mehrere. Also, vielleicht macht er ja zu, bevor unser Film läuft. Aber für den habe ich so ein großes Tsunami-Drama gedreht. Und jetzt als nächstes drehe ich eine Komödie zum Thema Osterweiterung. Komm, haben wir lange über deine Polenwitze diskutiert. Es geht um einen. Wirklich? Ja. Ja. Es geht um einen deutschen Polier, sehr sympathisch, Baupolier. Wirklich ein netter Typ, hat zwei Kinder, schräg pubertierend, hat nur eine echte Marke. Er hasst Polen, weil Polen ruinieren die deutsche Baubranche. Die einzige Nanny, mit der die Kinder klarkommen, ist selbstverständlich Dora Dombrowski aus Polen. Und wer spielt die? Das suchen wir gerade. Ja. Ach so, ihr sucht eine Schauspielerin, die eine polnische Nanny spielt? Die zweisprachig ist und so. Ach so, die also muss natürlich richtig. Und da haben wir natürlich, es gibt ja diesen Deutschen, der in Polen Kabarett macht. Ja. Wahnsinnig erfolgreich. Und du hattest eine Zeit lang einfach echt gute Polenwitze am Start. Und das haben wir jetzt, wo wir entwickeln wir gerade das Buch und da verbraten wir möglichst viele davon. Ach so, das schreibst du selber? Nein. Nein. Schreibt ein Berliner Autor. Verstehe. Wie ist denn die Aufteilung mit Bayern und Kalifornien? Ist es halbe im Jahr? In etwa, ja. Also ich schreibe natürlich in Los Angeles, aber auch die Dokus und die Bücher. Und hier komme ich ja zum Drehen und zum Schnippeln der Doku. Und also die Dokus drehen wir ja bekanntlich, das ist irgendwie so. In der Pampa, also wir waren in Borneo, Arktis, ich weiß nicht überall, jetzt in Afrika. Und die schneiden wir aber dann, das dauert halt. Wir sind jetzt mit 120 Stunden Material nach Hause gekommen aus Nairobi und wir müssen daraus 45 Minuten schneiden. Und das wird jetzt ein bisschen dauern. Das ist ja wie beim Traumschiff, das Drehverhältnis. Aus 120 Stunden, nein, 45 Minuten. Mit sechs Kameras und GoPros und eine Kameradrohne neuerdings im Wert. Aber diese GoPros, das sind ja so praktisch Helmkameras, kann man sagen, oder? Also wir haben so ein... Die machen Bilder, ist doch der Wahnsinn, oder? Vor allem, die machen eher sendefähiges Material. Unter Wasser? Wir haben das auch. Ja. Und wir haben so ein fernsteuerbares Auto uns gebaut, mit so richtig großen auch. Und haben eine GoPro draufgeschraubt und sind dann in diese Elefantenherden reingefahren. Ja. Und es war halt unglaublich, was du für Bilder kriegst, weil die beschnuppern ja erstmal alles. Und es kommt halt Bild, findest du der Rüssel und guckt sich das an. Und am Schluss haben sie das immer so weggekippt im Hinterlauf. Also die haben ja echt empfindliche Füßchen. Es war unfassbar, wie diesem Spielzeugauto umgegangen ist. Es gibt natürlich ganz tolle Bilder. Und das gleiche haben wir mit der Drohne gemacht. Hannes, ich fand es wirklich klasse, dass du hier uns nochmal die Ehre erwiesen hast. Du bist die einzige Show, die ich nie abgesagt habe, Harald. Seit Miteinander in den 80er Jahren. Das schau her. Alles Gute, vielen Dank. Ja, Bastian, bis demnächst. Das war's heute, meine Damen und Herren. Morgen Abend eine sehr, sehr charmante Kollegin, Schauspielerin Julie Engelbrecht, Nathalie Licard und Musik Ben Taylor. Danke fürs Zuschauen, bis morgen Abend. Tschüss.